Hallo ihr Lieben, heute ein Pläuschen aus dem Nähkästchen. Nein, ich wurde gefragt nach meinem Beruf und nach meiner Ausbildung. Und dazu möchte ich euch ganz gerne dieses Video machen, um einfach ein bisschen zu informieren. Auch an die Leute, die vielleicht auch Maßschneider werden möchten oder in die Moderichtung gehen wollen. Vielleicht ist das ganz informativ für euch. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht mit ein paar Fragen und werde die mal so nacheinander abarbeiten. Die erste Frage ist, wie kam es dazu, dass ich Maßschneiderin werden wollte? Ja, wie schon mal in einem vorherigen Video so ein bisschen angedeutet, habe ich in der Schulzeit sehr viel an Kostümen für Cosplay genäht und es war immer so meine Leidenschaft. Und zur Abiturzeit stand ich dann irgendwie vor der Entscheidung, okay, was soll ich jetzt werden, was machst du jetzt? Und meine Vernunft hat gesagt, nein, mach was Richtiges, mach was mit Zukunft, mach was, wo du auch Geld verdienen kannst und studiere meinetwegen Psychologie oder Ernährungswissenschaften, hat mich auch interessiert. Und mein Herz hat aber gesagt, nein, Maßschneider. Und Gott sei Dank hat meine Mutti mich da so unterstützt und gesagt, Kind, mach das, was dir Spaß macht und tu das, was dein Herz dir sagt. Und auch wenn man da jetzt nicht sonst wie viel verdient, ich werde dich unterstützen und mach das. Und ja, im Endeffekt war es echt größtenteils meine Mutti, die mich dann ermutigt hat, das einfach zu machen, weil das natürlich kein Beruf ist oder kein Ausbildungsberuf ist, bei dem man jetzt wahnsinnig viel Geld verdient. Und ich natürlich auch auf meine Eltern damit angewiesen bin, finanziell. Und ja, von daher ganz lieben Dank an meine Mutti, weil sonst hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut, das zu machen. Die zweite Frage ist, wo ich gelernt habe. Und dazu kann ich sagen, dass ich mich ausschließlich an Theaterhäusern beworben habe und auch unbedingt an einem Theater bzw. an einer Oper lernen wollte, einfach damit ich mehr mit Kostümen zu tun habe. So das klassische Handwerk wollte ich natürlich auch lernen, aber was immer so meine Leidenschaft ist, sind die Kostüme, sind das so ein bisschen, ja, ausgefallenere, andere Materialien. Das ist so echt meine Leidenschaft. Und letztendlich wurde ich dann an der Stiftung Oper in Berlin angenommen und habe dort von 2008 bis 2011 meine Ausbildung gemacht. Als nächste Frage habe ich mir aufgeschrieben, wie die Bewerbung dort ablief. Ich habe eine ganz normale Bewerbung hingeschickt mit ein paar Arbeiten von mir als Bilder. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Vornähtermin, der ging einen Tag lang. Dort war es so, dass man ausschließlich mit Hand genäht hat, also es wurde nichts an der Maschine genäht, auch aus Arbeitsschutzgründen, was mich damals total überrascht hat, weil ich dachte, als Schneider sitzt man doch eigentlich nur an der Nähmaschine. Aber nein, Schneidern ist sehr viel Handarbeit. Und wir mussten ein paar Stiche machen, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir alles machen mussten. Stiche, was sticken, Knöpfe annähen, Reißverschluss einnähen, irgendwie solche kleinen Übungen halt, um zu zeigen, was man so kann. Ja, das war sehr, sehr lustig. Es waren halt mehrere Leute eingeladen. Es gab, wie ich im Nachhinein erfahren habe, zwei Gruppen, die eingeladen wurden. Mir fällt gerade ein, an dem einen Tag war das Vornähen und an dem anderen Tag war nochmal kurz das Gespräch. Das war auch sehr, sehr aufregend. Saß irgendwie gefühlt die gesamte Belegschaft vor einem und ich war völlig verängstigt und irritiert und ja, bin umso glücklicher, dass ich dann genommen wurde. Zum Ausbildungsalltag. Ich habe zwar an einem Opernhaus gelernt und habe ursprünglich auch gedacht, dass ich dann mitten in der Werkstatt sitze und an den Kostümen mitnähen kann und ha, alles glitzert und bunt und toll, aber dem war nicht ganz so. Das war nämlich, oder beziehungsweise in der Oper ist es so in Berlin, dass es eine getrennte Lehrwerkstatt gibt. Und ich weiß von anderen Opernhäusern oder auch Theaterwerkstätten, dass das durchaus üblich ist, besonders bei den großen Häusern, dass es eine getrennte Lehrwerkstatt gibt. Wir haben zwar ab und zu Aufträge bekommen, beziehungsweise wenn im regulären Betrieb einfach Not am Mann war, dann haben wir Sachen reinbekommen und die dann gefertigt. Wir haben auch ab und zu mal sowas wie ein Praktikum gemacht in den Werkstätten, aber an sich waren wir doch relativ so für uns als Azubis und haben unsere eigenen Sachen gemacht. Was ich auch echt
Luxus finde. Also eine Lehrwerkstatt ist tatsächlich echt richtig Luxus. Also in der Berufsschule habe ich gemerkt, dass es Leute gibt, die bei einer Designerin zum Beispiel lernen und die machen das, was anfällt. Und wenn halt Kunden kommen und alle Mann irgendwie nur Hosen gekürzt haben möchten, dann kürzt du nur Hosen. Und bei uns war es so, dass wir unsere eigene Meisterin hatten, die nur für uns da war, die uns Sachen zugeschnitten hat, die uns alles erklärt hat und die eigentlich wirklich nur dafür da war, uns eine gute Ausbildung zu geben. Und das ist echt Luxus. Ja, zum Ablauf allgemein in der Ausbildung kann ich noch sagen, wir haben immer so Berichtshefte geschrieben. Das ist so ein uraltes Berichtsheft von mir. Das sind so die ersten Berichte mit den Sticharten. Genau, also man macht immer jede Woche so einen Wochenbericht, wo dann eingetragen wird, was man den Tag über gemacht hat und wie lange man dafür gebraucht hat. Das ist auch ziemlich wichtig, um sich dann irgendwann ja, Zeit einteilen zu können. Und der Monatsbericht, beziehungsweise eigentlich gibt es einen Wochenbericht, dieses kurze halt hier, dieser kurze Ablauf ist der Wochenbericht, den man schreibt. Und ich weiß von anderen Betrieben, dass man dann halt jede Woche diesen kleinen Bericht schreibt und jeden Monat einen längeren Bericht. Bei uns war es so, dass wir auch jede Woche einen längeren Bericht geschrieben haben über Themen, die wir in der Woche behandelt haben. Und ja, wie gesagt, am Anfang hier die Sticharten. Ach so, ab und zu gab es dann auch mal Freikarten oder wir durften zu einer Generalprobe. Die Karten habe ich hier mit eingeklebt. Das ist natürlich auch total der Vorteil, wenn man an einem Opernhaus oder Theater lernt. Dann kriegt man Mitarbeiterkarten oder manchmal auch Freikarten oder darf zu Generalproben. Das ist echt schön. Bügelgeräte. Ach süß. Echt, ich fühle mich gerade zurückversetzt in die Zeit. Eine Futtertaille haben wir hier genäht. Abnäher. Also das sind hier, ist hier so das wirklich das erste Berichtsheft gewesen. Dann kamen irgendwann Blusen, die wir genäht haben. Hier sind so kleine Schnitte. Blusen, ein Schneiderkittel. Was haben wir hier? Knopflöcher. Also noch so ganz süße kleine Sachen. Das Maß nehmen. Alles sehr wichtig und das lernt man dann so in seinem ersten Ausbildungsjahr. Ja, Röcke, irgendwann steigert sich das dann, Jacken, Mäntel. Wir haben tatsächlich wirklich beigebracht bekommen, das Handwerk, Schneiderkostüme und ja, ganz, ganz klassisch einfach das Maßschneiderhandwerk gelernt. Und da war jetzt nichts großartig mit Glitzer und Tam, Tam, Tam. Aber ich finde es genau richtig, weil das sind die Grundlagen, die man braucht, um alles andere auch machen zu können. Das nächste ist die Berufsschule. Bei mir war es so, oder allgemein in Berlin ist es so, dass man einmal in der Woche Berufsschule hat und auch nur die Fächer Wirtschaft und Sozialkunde und Technologie. Beziehungsweise, nee, eigentlich war es so, dass wir einmal die Woche Berufsschule hatten und jeden Monat einmal, zweimal die Woche. Versteht man das? Also insgesamt ungefähr 5-mal im Monat Berufsschule. Und in Technologie haben wir nur fachspezifische Dinge gelernt. Unser Lehrbuch in der Berufsschule war das Buch Fachwissen Bekleidung. Da steht auch alles drin, was man wissen muss oder auch nicht wissen muss. Nee, doch. Also, ja, wenn man hier irgendwie was, also zu den Gewebearten steht hier alles drin und Nähte und die Grundform von Nähmaschinen und Zuschnitt. Also zu allem findet man hier ein bisschen was. Ja doch, das kann ich schon empfehlen. Ich fand das ganz gut. Es gibt einen ganz guten Überblick so über alles und ich glaube, das kostet auch nicht ganz so viel. Aber wenn ihr euch so einen kleinen Überblick über Stoffe oder so wünscht, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, Berufsschule, was kann ich so sagen? So lala. Dadurch, dass man halt nur einmal die Woche hat, ist es irgendwie nicht so ein richtiger Klassenzusammenhalt. Also man trifft sich halt irgendwie einmal in der Woche, aber
Ja, so richtig Freundschaften aufbauen kann man irgendwie nicht, fand ich. Kommt drauf an. Naja, es ist halt nur einmal in der Woche. Und ich finde es aber echt gut, dass man nicht noch Deutsch oder irgendwas anderes hatte, weil ich der Meinung bin, dass ich das im Abitur schon zu Genüge hatte und Berufsschulniveau teilweise echt. Naja. Die nächste Sache ist die Ausbildungsvergütung und ja, ich muss schon wieder Werbung für Opernhäuser oder Theater machen, weil dort wird man nämlich als Azubi auch nach Tarif bezahlt. Das heißt, man bekommt in der Regel doch sehr viel mehr, als wenn man irgendwo in der freien Marktwirtschaft seine Ausbildung macht. Ich weiß von meinen Leuten aus der Berufsschule, die bei Designern zum Teil gearbeitet haben oder gelernt haben, dass die 120 Euro bekommen haben im Monat. Bei uns war es so, ich glaube, im ersten Ausbildungsjahr irgendwie um die 400. Also ist schon ein Unterschied. Ja, ich kann es aber natürlich auch total verstehen, dass man als freie Schneiderin, als freie Maßschneiderin oder Designerin seine Azubis nicht so krass hoch bezahlen kann, weil man in der Regel auch selber nicht so gut verdient. Aber ja, man merkt also daran auch, dass es echt eine Herzenssache ist. Wenn dir der Beruf Spaß macht und wenn du es einfach liebst, es zu tun, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Also ich hätte auch meine Ausbildung woanders gemacht und habe das jetzt nicht nach dem Geld entschieden. Das wusste ich vorher außerdem noch gar nicht, dass es an einem Theater mehr Geld gibt. Für mich war ausschlaggebend eben mehr mit Kostüm zu tun zu haben und mit Theater, Oper, Ballett. Das nächste ist der Abschluss, also die Gesellenprüfung. Und da war es bei uns so, dass wir bestimmte Vorgaben hatten. Also klar, ich glaube, es ist überall so. Man hat bestimmte Vorgaben, die an dem Kleidungsstück dran sein müssen. Ich glaube, in manchen Bundesländern ist es nicht so, dass man sich aussuchen kann direkt, was man machen will, sondern man kriegt vorgegeben, okay, es muss jetzt ein Mantel sein oder es muss jetzt irgendwie eine Jacke oder ein Schneiderkostüm sein. Bei uns war es so, es war eigentlich komplett frei, aber durch die Vorgaben ist es dann auch wieder nicht so komplett frei. Das war hier meine Mappe, die ich abgegeben habe. Dran sein musste ein Revers-Kragen oder Schalkragen, auf jeden Fall Paspeltaschen oder eingearbeitete Taschen, also keine Nahttaschen, eine Schmucktechnik, eingesetzte Ärmel, eine Taillierung. Auf jeden Fall haben die. Hat das Komitee, das Prüfungskomitee auch immer noch so ein bisschen Entscheidungsmöglichkeit, was sie denn noch so alles reinhaben wollten. Bei uns wollten sie auf jeden Fall einen pikierten Kragen, was, glaube ich, auch in anderen Bundesländern gar nicht so üblich ist. Also bei uns wurde in der Prüfung viel Wert drauf gelegt, dass es doch so ein bisschen herrenmäßig verarbeitet wurde, mit Rosshaareinlagen und hast du nicht gesehen. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt, dass getrennt wird zwischen Herren- und Damenmaßschneider. Bei den Herrenschneidern ist es so, dass die einen Sakko fertigen müssen in ihrer Prüfung. Also bei denen ist es auf jeden Fall immer vorgegeben. Die fertigen ein Sakko ab der ersten Anprobe, glaube ich, oder ab der zweiten Anprobe. Uiuiui, ich weiß es gar nicht genau. Schreibt mir das mal. Seid ihr Maßschneider? Dann schreibt mir das mal. Das würde mich sowieso total interessieren, wie das bei euch ist. Wenn jemand von euch auch Maßschneider gelernt hat, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Mich würde das so interessieren, wie das in anderen Bundesländern ist. Mich regt es schon immer ein bisschen auf, dass das Schulsystem in jedem Bundesland unterschiedlich ist. Und mit der Maßschneiderausbildung ist das genau die gleiche Sache. Das würde mich total interessieren, wie das bei euch war. Ach, eine Schlitzverarbeitung musst du noch drin sein. Jetzt sehe ich es hier gerade. Vor der Prüfung hatten wir einmal Gelegenheit, uns einzunähen in den neuen Räumlichkeiten. Und während der Prüfung, also die Prüfung ging über eine Woche, 40 Stunden, und in der Zeit war das Ganze dann zu nähen. Und während der Prüfung musste dann auch immer noch ein Arbeitsablaufplan geschrieben werden. Also hier habe ich dann immer aufgeschrieben, was ich mache und die Sollzeit und die Istzeit. Genau, das schreibt man dann noch. Und darunter halt noch Kommentare, was schiefgegangen ist oder ob alles geklappt hat. Hier habe ich noch eine kleine Materialanalyse gemacht zu meinen Materialien, die ich verwendet habe. Und eine kleine Inspirationsquelle. Nochmal
mal so ein bisschen Farbkarten oder aktuelle Trends. Sorry, jetzt habe ich das Akku leer gequatscht. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen möchtet. Und zum Schluss möchte ich gerne noch mein Fazit abgeben zu der Ausbildung. Und zwar bin ich wahnsinnig froh, die Ausbildung gemacht zu haben. Ich bin super froh. Diese 3 Jahre haben sich absolut für mich gelohnt. Ich habe so viel gelernt und würde das jederzeit wieder tun und auch ja, jedem empfehlen, eine Ausbildung ruhig zu machen. Also auch als Abiturient kann man echt gut eine Ausbildung gebrauchen. Es war eigentlich für mich genau das Richtige, nach dem Abitur frisch von zu Hause ausgezogen und dann direkt so in so einen Berufsalltag geschmissen, war schon am Anfang ganz schön hart für mich, aber eine echt wichtige Erfahrung. Also es ist, ich glaube, ich hätte mich in einem Studium viel mehr gehen lassen. Also ich hätte viel mehr gegammelt vielleicht, weil ich gedacht hätte, okay, nach dem Abitur darf ich mich ja jetzt mal ein bisschen ausruhen. Nee, es war genau richtig, das zu machen, einfach eine feste Struktur zu haben für diese Zeit. Und ich habe einfach echt so viel gelernt und es ist ein Handwerk, es nimmt mir kein Mensch mehr weg. Ich hätte danach immer noch Psychologie oder Ökotrophologie oder sonst was studieren können und habe trotzdem mein Handwerk, meinen Beruf und kann damit immer was anfangen. Also mit einem Handwerk kann man echt immer was machen und ich bin wirklich so, so glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video was gebracht und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise wenn ihr auch eine Ausbildung gemacht habt, dann schreibt mir unbedingt, ich will das wissen und möchte unbedingt wissen, wie das bei euch war. Oder macht mir eine Videoantwort, das wäre natürlich auch total cool. Habt ganz lieben Dank fürs Durchhalten. Ich glaube, dieses Video wird ganz schön lang. Und wir sehen uns beim nächsten Mal einfach. Ciao!